Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in meiner Sendung. Heute wird es um Gewürze gehen, weil wo viel gekocht wird, da muss man auch mega viel würzen. Und ich zeige dir heute, was ich da so habe. Und ja, bis gleich. Ich habe wirklich sehr, sehr viele Gewürze im Schrank und in meinen Gewürzschrank lasse ich euch nicht reingucken, weil da kann man niemanden reinlassen, weil es so unaufgeräumt ist. Ja, ich habe eine mittelgroße Küche, würde ich sagen. Sie ist nicht groß, sie ist nicht klein, sie ist so mittig, was wahrscheinlich alle haben. Und meine Küche ist für das, was ich tue, einfach zu klein. Und deswegen muss ich mir nochmal eine Gewürzregallösung irgendwie ausdenken, weil ja, die Küche ist wirklich zu klein und ich bin da wirklich täglich drinne, verbringe da viel, viel Zeit und da muss ich mir nochmal was einfallen lassen. Aber anderes Thema. Auf jeden Fall, ganz, ganz oben auf meiner Liste ist dieses Gewürz hier von der Firma Lebensbaum. Das ist eine Mühle, eine Pfeffermühle und zwar mit buntem Pfeffer. Bunten Pfeffer finde ich immer sehr, sehr cool, weil man ihn im Endeffekt über alles noch rüberstreuen kann und ich finde, das sieht optisch immer auch schön aus und gibt dem Ganzen nochmal eine extra spicy Note. Ich finde schwarzen Pfeffer super, weißen Pfeffer bin ich jetzt nicht so mega Fan von. Ich finde, es passt wirklich zu ganz vielen Gerichten und ist noch ein bisschen pfiffiger und ja, diese Gewürzmühle mag ich sehr, sehr gerne. Ich finde diese Gewürzmühlen sowieso total praktisch und ja, und mega lecker. Und in Bioqualität, das ist mir auch immer sehr, sehr wichtig. Immer wieder wurde auch darüber geredet, Schadstoffe, Pestizide, alles Mögliche im Gewürz, was man da nicht drin haben möchte. Und gerade Gewürze kommen ja oft von weit her und da fühle ich mich mit Bioprodukten auf der besseren und sicheren Seite, aber das, ja, das ist mein Ding. Und jedenfalls finde ich diese Gewürzmühle klasse. Bunter Pfeffer ist echt ein Muss und ja, gefällt mir super gut. Dann noch von der Firma Lebensbaum ein mediterranes Gewürzsalz, was ich auch mega toll finde. Durch die Ringelblume wirkt das Ganze total blumig und ist wirklich geeignet für ganz viele Sachen. Auch für Fisch und für Fleisch, keine Frage. Ich würze damit sehr, sehr gerne Reisgerichte und auch sehr, sehr gerne ja, Nudelsoßen. Aber ich tue es meistens noch am Ende auch drüber, auch fürs Auge, weil ich finde, man kann da wirklich auch so ein Nudelgericht oder ein Reisgericht, was noch ein bisschen langweilig vielleicht aussieht, so ein bisschen noch das gewisse Etwas verleihen. Und gerade diese Ringelblume da drin lässt das Ganze so ein bisschen blumiger erscheinen und schmeckt auch mega gut. Und ein gutes Allround-Gewürzsalz. Und die Mühle ist wirklich wieder total praktisch. Obwohl mit dem Kind auf dem Arm ist es wieder was anderes. Wenn ich ein Kind auf dem Arm habe und mit der anderen Hand esse und dann die Mühle benutzen will, ist das schwer. Das geht total doof. Da wünsche ich mir manchmal, man könnte es so rüber machen. Aber wahrscheinlich haben auch nicht die meisten Leute Kinder auf dem Arm, wenn sie essen. Das geht nur mir so. Nein, ich weiß, es geht vielen so, aber ich habe meistens ein Kind auf dem Arm beim Essen, weil es sonst einfach nicht geht. Und ja, das Salz ist wirklich klasse. In meinem September-Favoriten habe ich dir schon den Kürbiskönig gezeigt. Mein absolutes Mega-Herbst-Lieblingsgewürz, wenn es um Kürbisse aller Art geht. Und dieses Gewürz ist wirklich toll, man braucht dafür wirklich nicht viel und man kann es einfach über den Kürbis rüber streuen. Neulich habe ich einfach in Hokkaido klein geschnitten, ein bisschen Olivenöl rüber, ein bisschen Knoblauch ran, ein paar, also ein bisschen Petersilie und ein bisschen Basilikum und ein bisschen Kürbiskönig und oh, das war wirklich so lecker und hat mega, das riecht immer schon auf, wenn man den Deckel nicht aufmacht. Ich mache meine Decke nochmal auf. Oh. Lecker! Also, und dann habe ich mir einfach ein bisschen Kürbiskönig final noch über den Kürbis gemacht, habe das Ganze im Ofen halt schön gebraten, gebacken. Habe dann so einen Ofenkürbis gemacht und es war so köstlich. Und dieses Gewürz kann ich euch echt ans Herz legen. Ich benutze auch wirklich das ganz, ganz viel, natürlich für alle Kürbisgerichte, aber auch neulich habe ich Kürbistart gemacht, da passte das auch sehr gut. Und oder mit Kürbis, hier mit Spaghetti, also wirklich für alle Gerichte. Und ich mache damit auch Gemüsemuffins auch selber. Schmeckt auch sehr, sehr gut. Und gerade für Leute, die so Fans von Gewürzmischungen sind, die das einfach nicht selber machen wollen. Man weiß ja auch meistens nicht, welches Gewürz passt jetzt zu welcher Speise. Da muss man sich erstmal durchprobieren. Und manchmal traut man sich es einfach nicht, weil man sich sein Essen nicht versauen will mit irgendwelchen komischen Gewürzen. Aber den Kürbiskönig kann ich euch wirklich ans Herz legen. Da sind ganz viele leckere Sachen drin. Und ich lese mal vor, da ist Kokos drin, das Salz drin, etwas Zucker, Knoblauch, Ingwer, Koriandersamen, Kreuzkümmel, oh, schwarzer Pfeffer, Vanille, Cayennepfeffer,
Und Kardamom, ja, Paprika, Kurkuma, jede Menge. Tolle Sachen auf Biobasis. Diese Dosen finde ich auch herrlich klasse. Lassen sich super stapeln im Schrank. Und ja, wenn die Dose leer ist, dann tue ich da manchmal auch andere Sachen rein. Finde ich total praktisch und ich liebe einfach den Kürbiskönig. Darf im Herbst nicht fehlen, wirklich. Das Kürbisgewürz. Das Beste finde ich, was ich bis jetzt so probiert habe. Dann noch ein Gewürz, was meine Kinder auch super gerne mögen. Und zwar ist das Naschkatzel. Naschkatzel von Herbaria auch. Und damit, ja, das ist so ein Gewürz für Süßspeisen, für Waffeln, für süße Aufläufe, für Pfannkuchen, für Streuselkuchen, für Kuchen aller Art. Ich habe da neulich auch mal ein Pflaumendessert mit verfeinert. Ihr könnt es, ich kann es mir in Tiramisu super vorstellen, auf alle möglichen Speisen, auch Süßspeisen, die jetzt auch so kommen, im Herbst und im Winter vor allem. Da isst man jetzt wieder ja vermehrt Tiramisu. Obwohl, ich esse Tiramisu das ganze Jahr. Aber ihr wisst, man isst wieder etwas mehr vielleicht Sahne und etwas mehr kräftigere Sachen. Etwas mehr kalorienreich mit Pflaumen, Zimt und Vanille. Ja, das isst man wieder. Und das ist wirklich ein Gewürz, was ich euch echt ans Herz legen kann. Auch über Eis schmeckt das toll. Und es ist wirklich eine coole Kombi. Ich lese mal vor, was da drin ist, weil ich kann es mir einfach nicht merken. Ist auf jeden Fall ein Gewürzzucker und da ist Zucker drin natürlich, Rohrohrzucker, Zimt, Zitronengranulat, Langpfeffer, Ingwernelken, Anisvanille, Sternanis und es passt wirklich toll auf Streuselkuchen, auf verschiedenen Kuchen, auf Muffins, auf Waffeln, auf Pfannkuchen, auf allem, wo man was rüberstreuen möchte, auf Vanilleeis oder was weiß ich. Es schmeckt wirklich hervorragend und ist eigentlich ein tolles Gewürz und ich liebe es und meine Kinder lieben es auch und ich finde es wirklich klasse, Naschkatzel. Wenn du zu Hause auch eine Naschkatzel bist oder eine hast oder mehrere Naschkatzen zu Hause hast, ist das wirklich eine gute Sache. Schmeckt auf jeden Fall toll und riecht mega cool. Ich kann mir das auch in Glühwein gut vorstellen oder in Tee. Kann man ja auch zweckentfremden, ne? Also, Naschkatze, wirklich sehr lecker. Ich mache ja super gerne Brotaufstriche selber, das ganze Jahr über, verschiedenste Dinge, von denen ich euch auch noch bald einige zeigen werde. Und da benutze ich diese Gewürzmischung am allerliebsten. Harmoniert super mit allen möglichen Frischkäsesorten, mit auch in Sojaform und auf Sojabasis und auch über so ein Butterbrot rüber gestreut, finde ich super lecker, eben mit Gurken oder ja auf jeden Fall auf Brot auch oder auch andere Speisen. Ich finde es auch echt ein super Gewürz für alles. Also ich habe es auch schon in Reis getan, auf Nudeln und in Nudelsoßen. Passt auch hervorragend zu Fisch und Fleisch, wenn man das möchte. Und zum Tofu. Und eignet sich auch hervorragend, um was zu marinieren. Also finde ich auch sehr, sehr lecker. Bei mir ist dieses Gewürz super schnell alle, weil ich es wirklich fast überall reinhaue, außer auf Waffeln. Es sei denn, ich mache sie wieder herzhaft, aber anderes Thema. Auf jeden Fall ein super Allround-Gewürz, auch für diejenigen, die sich vielleicht nicht 97 Gewürze anschaffen wollen, so wie ich. Das ist wirklich ein klasse Ding und schmeckt einfach echt cool. So, das waren einige Gewürze für heute. Natürlich nicht alle, weil das würde hier den Rahmen sprengen. Und wenn ihr mögt, mache ich nochmal ein zweites Gewürzvideo für euch. Wenn es euch interessieren sollte, schreibt es mir einfach in die Kommentare rein. Ansonsten war es das für heute. Ich wünsche noch einen ganz, ganz tollen Tag. Nicht vergessen, morgen ist My Day Friday. Ansonsten einen schönen Tag, einen guten Appetit und lasst es euch schmecken. Bis bald. Tschüss.